Island im Winter, das bedeutet eine unvorstellbar eisige Kälte. Das bedeutet ungezähmter und böiger Sturm, der den Schnee auf den Straßen vor sich hertreibt, so dass man sich fast im Nirgendwo verliert. Wir verlieren uns nicht. Wir gehen heute auf mein nächstes Island-Abenteuer. Beginnen möchte ich mit der Schwarzen Kirche in Butir, der Butirkirkja. Es handelt sich hier um eine kleine Holzkirche aus dem 19. Jahrhundert, inmitten eines malerischen Naturschutzgebietes mit Lavafeld sticht sie als markantes Gebäude in dieser unwirtlichen und doch so wunderschönen Landschaft hervor. Sie trotzt den unwirtlichen Wetterunbilden, denen sie hier so nah am Meer ausgesetzt ist. Die Gräber auf dem kleinen Friedhof sprechen eine eigene Sprache. Wir verstehen sie nicht. Der allgegenwärtige Sturm treibt ihre flüsternden Worte weiter und weiter hinaus in die Ewigkeit der tobenden Ozeane. Heute steht die Butirkirkja unter Denkmalschutz. Sie zählt zu den ältesten isländischen Holzkirchen. Weiter geht es schließlich bis an die Küste nach Arnstabbi, einem kleinen Küstenort mit beeindruckenden Felsgebilden in der tosenden Brandung. Auf einem Steg laufen wir die paar Schritte bis zu einer Plattform und sehen einen wirklich beeindruckenden Lavasteinbogen vor uns. Wow, für einen Moment bin ich sprachlos. Unsere Natur ist die wahre Künstlerin unter allen Künstlern. Hier zu stehen, dem Sound der Brandung zu lauschen, den pfeifenden Wind um die Ohren zu spüren, all das macht mich lebendig und glücklich. Hoch über dem Ort thront weithin sichtbar der verstopfte Berg, und vor ihm steht eine weithin sichtbare, aus Lavasteinen errichtete Statue, die dem Sohn des Eismeerkönigs gewidmet ist. Der Sage nach war dieser Sohn der erste Siedler hier und stammte aus dem königlichen Geschlecht der Riesen. Mit seiner kleinen Familie lebte er lange Zeit glücklich und zufrieden auf seinem Hof, bis es zu einem Streit mit seinem Bruder kommt und er den Hof verlässt und auf immer unter der Schneekappe des die Gegend beherrschenden Vulkans verschwindet. Aber immer dann, wenn Menschen von Trollen und Riesen belästigt werden, kommt er ihnen noch immer zur Hilfe. So lautet zumindest die Sage. Ich aber habe Hunger und gönne mir eine isländische Spezialität. Und ich bestaune die kleine Ferienanlage hier im Ort. Nächstes Ziel ist jetzt eine Führung in einer vor ca. 8000 Jahren entstandenen Lavahöhle. Die Höhle ist einfach zugänglich und ist aufgrund dessen auch für Familien mit Kindern geeignet, Trittsicherheit und Orientierung im Taschenlampenschein vorausgesetzt.
Wir steigen über Wendeltreppen ca. 35 Meter hinab in die Tiefen von Island und bekommen eine Führung geboten, die mir wunderbar gefällt. Die Höhle entstand einst durch Lavaströme infolge Vulkanausbruchs. Feuer und Eis sind die wahren Herrscher der Insel, neben den Trollen und Elfen natürlich. Ausgestattet mit Helm und Taschenlampe folgen wir der Führerin. Wir sind beeindruckt, was uns hier unten erwartet. An den Wänden hoch über uns fluoreszieren bis zu 60 verschiedene Bakterienarten. Andere Tiere, wie zum Beispiel Fledermäuse, gibt es nicht. Es ist zu kalt. Wir folgen dem Lavafluss etwa 200 Meter weit in die Höhle. Das ist ein echt cooles Erlebnis. Weiter geht's mit den isländischen Highlights. Uns erwartet jetzt der Kirchenberg am Grundarfjord. Dort bestaunen wir diesen malerischen Tafelberg, der majestätisch die gesamte Szenerie beherrscht und sich hoch über die Landschaft erhebt. Der Kirchenberg zählt zu Islands schönsten Bergen und ist beliebtes Fotomotiv und bekannt durch die Verfilmung Games of Thrones. Gleich in der Nähe gibt es einen gleichnamigen Wasserfall, dessen Wasser aufgrund der derzeitigen eisigen Temperaturen zähflüssig in die Tiefe schießt und auf dem Wege nach unten zu Eise gefriert. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Diese Naturgewalten faszinieren mich unheimlich. Eigentlich handelt es sich hier um drei Wasserfälle, die alle demselben Fluss entspringen, aber sie haben alle den gleichen Namen.